Gute Laune trotz des etwas unfreundlichen Wetters am gestrigen Samstagnachmittag im Garten des Ilfelder Heimatmuseums. Die Ilfelder Wanderführergruppe hatte zum traditionellen Museumsfest eingeladen. Und viele Ilfelder hatten diese Einladung angenommen. Das Museum wird von der Wanderführergruppe ehrenamtlich betrieben. Hier sind keine Meisterwerke zu sehen. Dafür haben die Macher in liebevoller Kleinarbeit all das zusammengetragen, was Ilfeld und den Südharz ausmacht. Und davon bekommt der Besucher jede Menge geboten. Die gute Seele und sozusagen der Moderator des Nachmittages ist Manfred Kappler. Und den holte sich NZTV für wenige Augenblicke vor die Kamera. Das Museumsfest in Ilfeld hat seit vielen Jahren Tradition. Es ist Tag der offenen Tür. Man möchte erreichen, auf das Museum aufmerksam zu machen und vor allen Dingen die Vielfältigkeit der Ilfelder Geschichte, der Geologie, des Bergbaus darzustellen. Der gestrige Tag der offenen Tür stand unter dem Motto »Kluge Köpfe aus Ilfeld«. So präsentierte die Wanderführergruppe Interessantes über Menschen. Denn, wie sagte es Manfred Kappler, Ilfeld ist eben nicht nur Neander und Goethe. Und wenn man nach einem der berühmten drei Wünsche fragt, dann fällt dem Mann gleich jede Menge ein. Oh, das ist schwer. Wir machen ja alles ehrenamtlich und dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit halten dazu, um noch ein bisschen breiter das gestalten zu können. Geologie, Natur zusammenzuführen und Schulklassen einzubinden. Vor allen Dingen größere Schulklassen, Realschulen, Gymnasium. Dort fehlt noch das Interesse. Die Grundschulen haben den Weg zu uns gefunden. Wir hoffen, dass auch diese Schulen den Weg finden, um dass der Mensch mehr Verbindung wieder kriegt zur Natur und zur Umwelt, denn das ist verloren gegangen. Vielleicht gehen diese Wünsche der älteren Ilfelder recht bald in Erfüllung und vielleicht können sie noch viel von ihrem Wissen an die kommenden Generationen abgeben. Denn Vergangenheit kennen und verstehen ist Voraussetzung, um Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Bleibt zu hoffen, dass dabei der Zug noch nicht abgefahren ist, nicht nur in Ilfeld.